November macht mich immer etwas nervös. Das Jahr geht langsam zu Ende und die Bedingungen werden immer schlechter. Es ist windig, kalt, regnerisch. Doch mit etwas Glück kann man noch richtig schöne Stunden am Wasser erleben. So, die letzten Sachen sind verstaut. Das Boot ist jetzt leer und ich muss jetzt hier ein bisschen meine Sachen sortieren. Es könnte bald wieder regnen. Wir haben es Anfang November. Es ist relativ kalt und die letzten Tage auch regnerisch gewesen. Was nicht so gut ist, weil die Wassertemperaturen ganz schön gesunken sind. Wir hatten jetzt im Laufe der Woche nur noch 9 Grad Wassertemperatur. Ich hoffe einfach, dass heute mit den 14 Grad Außentemperatur, die wir haben, vielleicht doch die Temperatur des Wassers wieder ein bisschen hochgegangen ist. Der Wind drückt auf diese Seite auch, könnte mir in die Karten spielen. Es ist im Herbst ja immer so ein bisschen zwiespaltig. Wenn kaltes Wasser natürlich mit dem Wind weggedrückt wird oder in eine Ecke gedrückt wird, ist das nicht unbedingt so gut. Aber wie gesagt, heute haben wir 14 Grad und vielleicht habe ich Glück und das bringt ein bisschen was. Ich habe jetzt die letzten Tage hier nicht wirklich intensiv gefüttert, da war ich ein bisschen schlampig. Ich hatte aber auch wenig Zeit, hier lag nur zweimal Futter auf dem Platz. Aber allzu viel Futter will ich jetzt aktuell auch gar nicht einbringen. Ich hoffe einfach, dass ich so, naja, fast instant, nenne ich es jetzt mal, vielleicht doch einen Fisch rausholen kann. Werde auch nur einen kleinen Futterplatz anlegen und ich denke mal, zwei Routen kommen so ein bisschen abseits, wie ich das relativ häufig mindestens mit einer mache. Und vielleicht habe ich Glück und finde damit die Fische und habe vielleicht hier heute über Nacht dann doch noch den einen oder anderen Karpfen dann auf der Matte. Aber jetzt muss erstmal alles hier startklar gemacht werden, die Routen müssen raus und dann schaue ich einfach mal, was geht. Da ich, wie gesagt, relativ wenig füttern will, soll das Futter möglichst attraktiv sein. Das soll so eine richtig schöne Schlonze da unten werden. Und deswegen habe ich die Boilies jetzt vor einem Tag schon mit ein bisschen Liquid benetzt. Das haben die jetzt schon so einigermaßen angenommen. Und jetzt kommt da nochmal eine Ladung Liquid drauf, damit die von außen jetzt wieder schön nass werden. Und danach haue ich noch so ein bisschen, was heißt ein bisschen, eigentlich eine gute Ladung, von solchem Groundbait, Bait Powder, wie man es auch immer bezeichnen will, mit drauf. Und dann wird das so eine richtig schöne Matschepampe und deswegen werde ich hier jetzt noch ein bisschen bearbeiten, damit ich dann schön da ein bisschen was auf meinen Platz geben kann und die Fische schnell dann hoffentlich auch da sind. Bei diesen kalten Wassertemperaturen füttere ich relativ wenig. Ich setze hauptsächlich auf PVA und Teig, damit von der Stelle, wo mein Köder liegt, unter Wasser auch möglichst viele Signale gesendet werden.
Das Problem von so hochattraktivem Futter ist natürlich, dass es nicht nur die Karpfen anlockt, sondern auch unglaublich viele Weißfische. Auch wenn ich anfangs nur Weißfische hatte, war ich natürlich dadurch zuversichtlich, dass die Fische beißen würden. Denn wenn die Brassen beißen, dann beißen hoffentlich auch die Karpfen. Diese Zuversicht sollte sich auch auszahlen. Es ging relativ schnell, es ist 19:30 und die Route mit dem gelben Poppy ist abgepfiffen. Ich habe im ersten Moment gedacht, das ist ein größerer Fisch, aber es ist ein relativ kleiner Spieler und ja, der wollte den gelben Poppy haben. Schöner Fisch ist es ja. So, direkt zurück. Der nächste. So, das Wetter ist jetzt richtig eklig geworden. Ich habe die Kapuze drüber, weil es so ein Sprühregen, so ein eklig kalter Sprühregen ist. Zum Glück sind die Temperaturen noch so um die 11 Grad. Das ist einigermaßen angenehm und die Fische beißen. Ich habe jetzt hier auf einer orangenen Poppy eine schöne kleine Novemberkugel erwischt. Und ich zeige euch den mal kurz. Ja, das ist ein richtig bulliger kleiner Fisch. Ehrlich. Wenn es so weitergeht, ist doch super. Da ist das Wetter doch scheißegal. Vielleicht kommt ja noch ein ganz dicker. Mal schauen. Oh.
So, zurück in die Koje. Die Luftfeuchtigkeit im Zelt, die steigt gerade richtig an, weil es so nass ist überall. Und ich trage natürlich die Nässe auch mit rein. Aber ich weiß, was will ich mich beschweren? Ich hoffe, es kommt noch ein Dicker. Ich habe mich jetzt erstmal wieder in den Schlafsack begeben und noch mal ein paar Stündchen Schlaf bekommen, bevor es hell wird. Naja, bevor es hell wird, das dauert noch ein Stück, aber ja, mal gucken, was noch passiert. Zum Glück verzog sich das schlechte Wetter im Laufe der Nacht. Selbst der Mond kam noch hervor. Ein gutes Zeichen, denn mich erwartete ein wunderschöner Herbstmorgen. So, die Nacht ist vorbei und ich habe Fischkontakt gehabt, das ist schon mal ziemlich cool. Es war eine relativ kühle Nacht und die Nächte werden jetzt natürlich nach und nach noch kühler. Und es gibt so ein paar Sachen, die kann man sich zu Hilfe nehmen, damit die Nächte ganz angenehm werden. Und wenn man sich im Zelt wohlfühlt, dann sind auch blöde und kalte Temperaturen oder Wetterbedingungen eigentlich nicht das Problem. Ja, man muss nur so ein bisschen versuchen, sich so eine kleine Komfortzone im Zelt zu schaffen. Und es gibt ein paar Sachen, die nehme ich da ganz gern. Ein Kumpel Richard, der hat mir vor 2 Jahren den Tipp gegeben, Mensch, nimm doch einfach mal eine Wärmflasche mit. Und es war einer der wichtigsten Tipps in meiner Anglerkarriere, denn es gibt nichts Besseres als eine Wärmflasche, die über Stunden die Füße warm hält. Hauptproblem ist ja meistens, wenn man auskühlt, dass die Kälte von unten in den Schlafsack reinkriecht, so ist es bei mir zumindest. Wenn ich kalte Füße habe, dann ist es schwierig, dann kriegt man keinen guten Schlaf, dann schläft man sehr oberflächlich. Und auch wenn man mal nachts raus muss, der Schlafsack ist immer warm, wenn man dann wiederkommt, ist wirklich eine super Sache. Also vielen Dank für den Tipp, Richard. Von daher, absolute Empfehlung, nehmt eine Wärmflasche mit. Wer so vergesslich ist wie ich, es gibt noch eine kleine Alternative. Wenn ihr Lagerfeuer machen dürft oder gegebenenfalls auf dem Gaskocher mit kleiner Flamme, sucht euch einen Granitstein oder allgemein einen sehr harten Stein. Wenn ihr den in die Flamme legt oder an den Rand von einem Feuer, beim Gaskocher wirklich nur die kleine Flamme, erstens damit es nicht so eine Energieverschwendung ist und zweitens damit der Stein langsamer erhitzt wird, dann speichert so ein Stein auch unglaublich viel Wärme. Seid aber vorsichtig, wenn der richtig heiß ist, so ein Schlafsack ist innen meistens mit Polyester oder ähnlichem, das kann auch ein bisschen angucken, also da wirklich vorsichtig sein. Wenn man den Grat so nicht mehr anfassen kann, weil er zu heiß ist, dann ist es okay, aber er sollte nicht zu heiß sein. Ich wickel den dann immer noch in ein altes Handtuch ein, da kann ich auf Nummer sicher gehen, dass da nichts weiter passiert und mein Schlafsack heile bleibt. Die zweite Sache, die ich gern nutze, sind die Dinger hier. Kosten, glaube ich, 10 Euro und ist wirklich eine Riesenhilfe. Das sind Neoprensocken, die ziehen die Feuchtigkeit nicht so an und ich glaube nicht, was sie ausmachen. Das ist wirklich super praktisch. Ich nehme die auch im Winter zum Spinnfischen oder zum Wartangeln. Wirklich absolut nützlich, wenn man lange warme Füße haben will. Und selbst im Schlafsack ist das top. Eine Sache nehme ich auch noch dazu. Im Zelt, damit es gemütlich ist, eine Kerze. Die spendet nicht nur ein bisschen Licht. Da muss man also nicht immer Strom verbrauchen, weil man vielleicht seine Batterie für die Lampen ein bisschen sparen möchte. Sondern die bringt letztendlich auch ein bisschen Wärme und wenn die Wärme im Zelt steigt, dann hat man nicht ganz so eine Tropfsteinhöhle.
Das heißt, da hilft sie auch ein bisschen gegen die Kondensation im Zelt. Praktisches Teil. Ich kaufe immer gerne die mit einem kleinen, mit einer kleinen Öffnung. Aus dem einfachen Grund, weil die Gefahr, dass irgendwas auf die Flamme fällt, ist sehr, sehr gering. Und selbst wenn, wird sie abgedeckt, die Flamme meistens, und dann ja, erstickt die Flamme. Von daher ist es relativ sicher, als wenn man so einfach nur ein Teelicht oder irgendwas nimmt. Also bitte nicht anfangen, irgendwelche Teelichter ins Zelt zu stellen. Und wenn man schläft, sollte man sie auf alle Fälle ausmachen. Man weiß nie, was reinfällt. Vom Schlafsack irgendeine Kordel. Es kommt manchmal zu dummen Zufällen. Von daher, safety first. Beim Schlafen unbedingt ausmachen. Aber bringt auch im Zelt Wärme. Und von daher auch eine Empfehlung, nehmt eine Kerze mit. Die hier, die sind ganz praktisch aus Glas. Die brennen wirklich stundenlang und haben hier schon viele Nächte versüßt, sage ich mal. Also wirklich ein praktisches Ding. Jetzt ist die Sonne draußen, vielleicht kommt noch einer, ansonsten packe ich jetzt auch gleich zusammen und dann geht's nach Hause. Gerade dabei, alles zusammenzupacken. Die Kameras waren auch schon verstaut. Die Routen kommen natürlich zum Schluss rein und es hat sich gelohnt. In der herrlichen Novembersonne jetzt, nach der richtig ekligen Nacht, tut die auch wirklich gut. Kam jetzt noch ein richtig schöner Spiegler vorbei. Jawohl, so kann die Session doch gerne enden. Richtig, richtig gut.